einer Künstlerwerkstatt in Neuenkirch herrschen das ganze Jahr Fastnacht und Halloween. Ja, mein Name ist Marcel Gerber. Ich komme von Neuenkirch, habe mein Geschäft auch hier. Seit 14 Jahren mache ich hier visuelle Gestaltung. In erster Linie Airbrush, aber auch Grafik, Design, Beschriftungen. Aber vor allem Masken werden hier gebaut, in allen Formen und Farben. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Das ist eine Guckermusik von Luzern, die dieses Jahr das Thema Zecken hat. Und die hat jetzt einfach eine Maskenmodellage, die aussieht wie eine böse Zecke. Die Guckermusik kommt jetzt, schaut das an und sagt, okay, ist gut, oder wir wollen das und das anders. Und dann geht man da noch ein bisschen drüber, wenn es da noch Korrekturen gibt, bis es stimmt für die Guckermusik. Und wenn die Form fertig ist, dann wird hier ein Silikonabguss gemacht, das Negativ drüber hier, mit einer Stützform. Und das wird nachher 40, 50 Mal, also je nachdem für jeden Angehörigen von der Guckermusik, wird das nachher produziert. Ursprünglich hat Marcel Gerber aber Dekorateur gelernt und seit 1995 sein Atelier in Neuenkirch. Im Airbrush-Bereich gehört er landesweit zu den Besten. Also Airbrush ist eigentlich so ein bisschen wie ein Steckenpferd. Das war auch mein Hobby mal. Und es hat eigentlich mit Sprayen gar nichts zu tun. Es ist ganz eine andere Welt. Allerdings, klar, Technik ist ungefähr die gleiche, es ist ein Zerstäubungsprinzip. Aber ich komme eigentlich mehr aus dem Grafischen. Im Airbrush-Bereich muss man gesamtschweizerisch oder sogar international arbeiten, weil man hier regional eigentlich zu wenig Aufträge generieren kann. Manche Kunden haben sehr ausgefallene Wünsche und lassen sich sogar Möbelstücke umbauen. Dabei kommen in mehreren Schritten alle Materialien wie Ton, Plastilin, Gips oder Silikon zum Einsatz. Das Negativ ist Silikon. Das ist eine ganz dünne Silikonhaut, beweglich. Und die Streichmasse oder die Giessmasse, die innen dran ist, das ist auch zwei Komponenten. Alles reine Handarbeit. Nach dem Trocknen der gegossenen Silikonmasse kommt ein ganz individuell gestaltetes Teilstück heraus, welches dann weiterverarbeitet wird. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden. Genau, das war das fertige Objekt. Das Element wird einmal modelliert und nachher fünfmal abgegossen als Duplikat. Und nachher wird das gespritzt, alles schwarz und kommt dann nachher da unter den Stuhl. Der Airbrush-Europameister von 1996 fühlt sich wohl in seiner Gemeinde, bis heute. Ich bin in erster Linie wegen dem Beruf hierher gekommen und es gefällt mir sehr gut hier. Ja. Ich will da gar nicht mehr weg. Ich muss sagen, ich sehe es auch jeden Morgen, es ist ein Traumjob. Also wir haben eine riesige Abwechslung, wir haben fast jeden Tag etwas anderes. Sehr interessante Job, interessante Kontakte mit den Leuten und ich habe riesige Freude an meinem Job und ich stehe am Morgen auch gerne auf.